Hallo, mein Name ist Tor Alexander. Ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, natürlich auch in Gold und auch in Silber. Und Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist, ich möchte dir einige Fakten über Silber nahebringen. Silber ist ein reines Metall. Es zählt zu den Übergangsmetallen, also zu den Nichtmetallen. Und in der Schmuckherstellung wird Silber als Edelmetall angesehen. Alles bisher geschürfte Silber ergibt einen Würfel mit einer Kantenlänge von 50 Metern. Wir erinnern uns, bei Gold waren es ungefähr 28 Meter. Silber wird derzeit nur zu 30% wiederverwendet und recycelt. Das heißt, das andere Silber, was in Modulen, Photovoltaikmodulen, was in Geräten, was in Leiterplatten, was in Werkzeugen enthalten ist, landet dann auf Deponien oder wird halt, nicht wiederverwendet. Edelmetalle wie Gold und Silber und Platin sind nicht magnetisch. Echtes Silber, das nicht beschichtet ist, läuft mit der Zeit an und wird sogar schwarz. Es oxidiert also und reagiert mit den Sulfiden aus der Luft. Es gibt verschiedene Arten von Silber, zum Beispiel Silber 925, auch bekannt als 925er Sterlinsilber. Und das ist Silber mit einem Anteil von 92,5%, also 925 Promille. Dieses Silber hat dann noch 75 Promille Anteil von anderen Metallen. Und es wird gerne in der Schmuckherstellung verwendet. Und in der Regel wird dabei auch Kupfer beigemischt. Dann gibt es 800er Silber, also 800 Promille, 80%. Das wird in der Regel als Münzsilber genutzt. Dann gibt es noch das Gebrauchssilber, 835er Silber genannt. Ergänzend möchte ich erwähnen, es gibt ja auch ein Metall, was so ähnlich heißt, Quecksilber. Das ist kein Silber, sondern ein giftiges Metall, welches bei Zimmertemperatur flüssig ist. Bekannt aus den Fieberthermometern von früher. Nun möchte ich mal die Haupteigenschaften von Silber zusammenfassen. Also Silber hat eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Es hat eine sehr gute Wärmeleitung. Es reflektiert das Licht sehr gut. Deswegen wird es auch gerne in Spiegeln verwendet. Es ist antiseptisch und antibakteriell. Und daher auch die große Nachfrage von Silber aus der Industrie. Wer mehr zu Silber wissen will, schaut mal in die Kommentare. Da habe ich noch ein bisschen was verlinkt. Und im nächsten Video werde ich Geschichten zum Silber kundtun. Ich bin Tor Alexander und ich freue mich, dich in meinem nächsten Video wieder begrüßen zu können. Und damit du das nicht verpasst, abonniere meinen Kanal hier auf YouTube. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.